Damen und Herren, ich lade Sie herzlich ein, kommen Sie mit mir und sehen Sie, wie es in Opas Kalkwerk zuging. Im Devon-Zeitalter vor 350 Millionen Jahren befand sich dort, wo wir heute abbauen, ein großes Meer. Ein ständiger Strom von abgestorbenen Meerestieren sank zu Boden und die Kalkschalen setzten sich zwischen den Korallenstöcken fest. In der Brandung zermahlen, bildeten sich dicke Bänke von Kalkstein. Noch heute findet man in den Verwitterungsschichten des Steinbruchs Zeugen dieser alten Lebensgemeinschaft. Wie zum Beispiel diesen Ammoniten hier. In Opas Steinbruch gibt es auch schon einen Bagger. Dieser hier beseitigt den Abraum, der über dem Kalkstein ansteht. Große Halden werden aus dem Abraum aufgetürmt. Sie werden später wieder aufgeforstet, um als Erholungslandschaft dienen zu können. Die erste Großbohrlochmaschine. Heute geht es nicht viel anders. Unter etwa 70 Grad Neigung und in 4 Meter Abstand werden die Löcher bis zur nächsten Sohle heruntergebohrt. Dem ist offensichtlich kalt. Gestängewechsel. Die Bohrkrone. Die Gleiskolonne
Und hier ist man dabei, die gebohrten Löcher mit Sprengstoff zu besetzen. Man erkennt Herrn D'Agostini, rechts Herrn Renner. Die Zündpatrone wird ins Loch gelassen. Schutzhelme kannte man damals noch nicht. Der mit dem Hut ist Herr Berton. Sprengstoff wird in Paketen und in patronierter Form angeliefert. Das ist der Herr Bungenstab. Einzeln werden die Patronen ins Loch gegeben. Das geschieht heute viel moderner. In loser Form wird der Sprengstoff eingegeben. Funke entsteht, ist der Ladestock aus Aluminium. Das ist die detonierende Zündschnur. Er kann alles brauchen, was andere nicht mehr brauchen. Es ist der Herr Jurglis. Zum Schluss kommt Bohrmehl als Versatz ins Bohrloch. Etwa 10.000 Tonnen werden hier gesprengt und man benötigt dafür etwa eine Tonne Sprengstoff. Herr Berton rollt die detonierende Zündschnur aus, die über das Zündkabel an die Zündmaschine angeschlossen wird. Die Zündkapsel stellt die Verbindung zwischen Zündkabel und detonierender Zündschnur her. Alles fertig zur Sprengung. Gabel, Hammer und Spitzhacke zum Werkzeuge. Er lud drei Sorten Steine. Die schweren Ringofensteine, die mittelgroßen Zuckersteine für den Schachtofen und die Hochofenschrotten. Wagen kommen die Schachtofensteine und hier verlädt Herr Schleicher einen schweren Ringofenstein. Das waren schon Klamotten.
Die Diesellokomotive, das Pröpken, holt die Wagen aus der Ladenummer ab und stellt sie im Bahnhof zu Zügen zusammen. Oh, Chechenia! My sweet Chechenia! Honey, California! Really want you! Look ahead, Johnny! Where's Caledonia? Steinbruchmeister Wittkopp. Ab geht die Fahrt zum Kalkwerk. Vier Lokomotiven, jede mit drei Mann besetzt, verrichten die Arbeit. Heute machen das zwei Schwerlastkraftwagen, jeder mit einem Fahrer besetzt. Opas Schachtofen ist ein Lagenfeuerofen. Mit diesem Kübel werden jeweils vier Kübel Steine und ein Kübel Koks in den Ofen gebracht. Dies sind die Steine und dies ist der Koks. Sie durchwandern zunächst die Vorwärmzone, dann die Brennzone und schließlich die Kühlzone. Der gebrannte Kalk kommt unten an den Ziellöchern heraus, wo er von Hand herausgezogen werden muss. Nach der Formel Kalkstein C8 Nach der Formel Kalkstein CaCO3 minus CO2, ein Gas, was oben am Kamin herausgeht, ergibt sich CaO, gebrannter Kalk. Hier sieht man den Herrn Burre beim Beschicken eines Kübels. Thank you.
Dieser Schachtofen ist auch heute noch in Funktion. Er ist umgebaut und erhöht worden und ist der mittlere Ofen in der modernen Gruppe. Der Kübel entleert sich in den Drehkübel, der sich auf dem Ofen befindet. Dieser Drehkübel verteilt die Steine gleichmäßig in den Ofen. Opa hat schon moderne Anzeigegeräte. Ringofen 2 und Schachtofen 1. Der Ringofen ist eine sehr lohnaufwendige Brennanlage. Der ringförmige Brennkanal. Hier werden die Steine eingesetzt. Dahinter kommt dann das Feuer und brennt sie gar. Und hinterlässt dann den gebrannten Kalk, der hier herausgefahren wird. So läuft das Feuer immer ringsum. An diesen sogenannten Füchsen entweicht das Rauchgas in den Kamin. Unser Ringofen 2 hat zwei Feuer, die hintereinander herlaufen. Mit 15 Personen erbrennt er 105 Tonnen Kalk pro Tag. Die moderne Schachtofengruppe erzeugt mit 4 Personen 500 Tonnen pro Tag. Hier kommen die vollen Einsetzerwagen mit Kalkstein an. Ein Wagen wird in den Ofen geschoben. Die Einsetzer sind die bestbezahlten Leute im Betrieb. Sie arbeiten im Akkord. Im Sommer herrscht oft 50 Grad Hitze im Ofen. Schwere Brocken sind hier hochzustemmen. Oben auf dem Ofen ist der Arbeitsplatz des Brenners. Der Brenner, Herr Luxa, stocht den Ofen durch Schürlöcher. Der Kalkausfahrer verlädt den gebrannten Kalk in den sogenannten Schnabelkipper. Die Qualität des im Ringofen erbrannten Kalkes wird nur durch den im modernen Gasofen erbrannten Kalk übertroffen.
Zuges, Gleiskolonne. Yes, Mama, that you don't want. Herr Betriebsleiter Reismann, links und rechts der Ofenmeister Hollenberg. Hier der älteste Brennapparat aus dem Dornapper Kalkrevier, der sogenannte Trichterofen. Er hat einen Brennschacht und ist der Vorläufer des modernen Schachtofens. Oben werden die Steine hineingekippt. Then he had that good-looking woman tell me to my face, Mama, that she couldn't use me no more. Und anschließend wird Koks mit der Gabel hinzugegeben. Herr Bersig. I got grasshoppers in my pillow, baby. I got crickets all in my... Unten aus den Ziehlöchern wird der gebrannte Kalk herausgeholt. Die Qualität war mittelmäßig, der Brennstoffverbrauch hoch. Die meiste Energie entwich in die Atmosphäre. Und der Ofen glich bei Nacht einem tätigen Vulkan. Elektronisch gesteuerte moderne Maschinen das übernommen, was damals in harter Handarbeit geschah. So lange ist das noch gar nicht her. Dieser Film wurde 1955 gedreht. Bei aller Romantik aus Opas Kalkbetrieb sollten wir die harte Arbeit der Männer nicht vergessen, die damals die Grundlage für unseren heutigen Betrieb legten. Herr Brassel, er ist ein wenig fotoscheu. Herr Kettan. Die neue Zeit rückt ein. Neue Anlagen entstehen. Und zum letzten Mal sieht man die letzte Dampflok unter Dampf. Wir schreiben das Jahr 1969. Das Werk ist eine Riesenbaustelle. Fahrt mit dabei sind Moritz und Jörg Iseke und auch Peter Knein. Auf Wiedersehen, gute alte Zeit.
Du sollst ein Denkmal haben an unserer Werkseinfahrt. Montiert. Herr Radaisky. Räum auch heute noch groß geschrieben. Herr Schwertz. Macht's mal weiter so, im Dienste aller, die hier schaffen, und im Dienste aller, die unseren Kalk benötigen.